mit der Farbe Blau für sein Büro. Mal sehen, wo ist denn Merlin gerade? Da unten. Lass mich in meinem wunderschönen Kleid vorbei. Ich bin so wunderschön. Odin, setzt du dich gerade wirklich auf meinen Rucksack? Ach, ich kann dem einfach irgendwas geben. Da. Da bist du ja. Das ist genau, was ich wollte. Gut gemacht, mein Freund. Sage da, Robert, dass es ein Vergnügen ist, mit ihm Geschäfte zu machen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Kehre zu Dagobert zurück. Okay. Aber erst sammle ich hier noch was ein. Odin, lass den Blödsinn. Komm her. Komm. Ja, komm. Ja, fein. Ja, komm her. Ja, fein. Oh ja, jetzt schleicht er gerade. Was ist denn? Schnuppi. Man sieht einen Schwanz. Pfui. Nein. So, jetzt geht er weiter. Alles klar. War schön, dass du hier warst. Jetzt setzt du dich dahin, ne? Du willst einfach nicht in die Kamera. Kann das sein? Nee, jetzt sitzt er da. Odin. 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 Na, der ist schwer beschäftigt, der Junge. So, wie wär's mit einem kleinen Plausch? Hervorragende Arbeit. Du wirst schon bald mein Mitarbeiter des Monats sein. Ei, ich glaube, du hast etwas darüber gelernt, wie man Kunden glücklich macht. Du hältst die Wirtschaft auf Trab. Komm jederzeit wieder in meinen Laden. Ich habe bald neue Bestellungen. Das geht mir in die warme Zelle. Einen schönen Tag noch. Verflixt und zugenäht. So sehr ich es auch versuche, ich kann meinen Geldspeicher nicht öffnen. Seitdem wir alle unsere Erinnerung verloren haben, kann ich mich nicht mehr an die Kombination erinnern. Ich habe mir selbst diese Notiz unter der Kasse mit Hinweisen hinterlassen, wie ich sie wiederfinde, aber ich kann mich nicht mehr an die Antworten zu den Hinweisen erinnern. Unterstützt du mich dabei, meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen? Klar. Danke, wenn ich das so sagen darf, du hast eine wunderbare Einstellung. Alles, was du wissen musst, um eine 6-stellige Tresorkombination herauszufinden, steht auf dieser Notiz. Hallo, aus! Nein! Hör auf! Knabbert er meine Kabel an. Freundlichen Dank! Eine vergessene Kombination. Wie geht's dir heute? Hallo Saika, was kann ich für dich tun? Ich muss etwas wissen. Was ist dein Lieblingstag im Jahr? Mein Lieblingstag im Jahr? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß, es ist der 25. Mai. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, warum. Meinetwegen. Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Okay, warum soll ich auf der Wiese Teiche zählen? Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Sorry. Und jetzt hinfort mit dir. Finde die Kombination. Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten? Eins, oder? Oder wo finde ich die Antwort? Darauf. Hä? Muss ich das in dem Büro? Oder so?
Die Quest sagt es dir. Eindeutig, was du machen musst. Überleg doch mal rein, logisch. So. Wie viele Teleskope brauchen Magier? Wo gehst du hin? Ich bin schon dort. Ja. Wie viel stehen da? Eins. Dann hast du die Zahl. Ich dachte, das war jetzt so eine Fangfrage, so von wegen so, ich mache jetzt. Nein, das ist wirklich. Die wollen von dir wissen, wie viel du zählen kannst. Kannst du zählen? Eins, zwei, viele. Okay. Das ist einfach nur ein Zählen. Mehr nicht. So, ich gehe mal nach dem. Ja, ich dachte es mir. Ich habe ein wunderschönes Kleid. Ich bin voll die Prinzessin, ey. So. Kehre zu Dagobert zurück. Warte, ich will erst mein Haus noch ein bisschen erweitern. Ach, guck mal, jetzt habe ich das Schild von meinem Haus stehen. Einen schönen Tag noch! Weißt du, wenn du dein Haus verbesserst, hast du mehr Stauraum im Zimmer. So viel Platz bedeutet, dass du dich noch schneller erholen kannst. Ja, mein Haus verbessern, bitte. Ja! Oh, schon sieht das viel schöner aus. Hey, ich habe einen Job für dich. So, nochmal. Hallo! 20.000! Ja. Auf Wiedersehen und bis bald. Das haut mich um. Du hast die Zahlen gefunden. Beeil dich, lass uns die Kombination zusammensetzen. Der erste Hinweis war, Goofy nach seinem Lieblingstag zu fragen. Hast du das? Hab ich. Und die Antwort war am 25. Mai. Ach du meine Güte, das ist es. In Schottland wäre das der 25.05. Und nun der nächste Hinweis. Geh auf die Wiese und zähl die Teiche. Wie viele Teiche hast du auf der Wiese gezählt? Drei. Richtig, drei. Ich hoffe, die frische Luft hat dir gut getan. Als letztes, wie viele Teleskope braucht ein Zauber um die Sterne? Eins ist ausreichend. Juhu, 25.05.31. Das ist meine Kombination. Sie ist so genial. Niemand könnte sie erraten, selbst ich nicht. Vergiss diese Zeilen gleich wieder. Ich muss mein Eigentum schützen. Aber ich möchte dir danken. Da ich wieder Zugriff zu meinem Vermögen habe, ist hier ein kleines Geschenk für dich. Wow. Besuche mich bald wieder. Hervorragend! Ja. So, jetzt hat er keine Quest mehr für mich. Weil seine Freundschaft nicht hoch genug ist. Ja. Aber wie gesagt, Dagobert, wenn du den hochspielst, der gibt dir halt eher die Möglichkeit zu sagen, hier hast du wieder was, hier bekommst du wieder was für dein Haus und so. Der ist halt wirklich der, den musst du freundlich halten. Also wenn dein Haus bauen willst am Anfang eher, dann solltest du ihn hochspielen. Oh mein Gott, guck mal. Ich habe jetzt mehrere Räume. Ja. Oh, wie cool. Alter Junge, das ist... Boah, ja. Yes! Man merkt gar nicht, dass sie am Ausrasten ist, oder, Leute? Oh mein Gott, das ist so toll, es ist so wunderschön. So, Tapete, hätte ich gern die hier. Da stelle ich nämlich jetzt mein Bett rein. Oh, welches Bett tue ich da jetzt rein? Das oder das? Das finde ich aber ehrlich gesagt schöner. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Es ist so schön. Ja. Es ist so wunderschön zum Kotzen. Ja, ich gehe ja auch gleich online. Dann kann man ja sich bei mir beschweren. Wie kannst du sie nur so behandeln? Was soll denn das? Was bist denn du für einer? Ja, ist so, ey. Aber echt, ey. Hämmer. 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 Oh mein Gott, jetzt muss ich ganz viele Möbel machen, einfach, ey.
Ich bin gerade voll happy. Ich bin gerade richtig, richtig, richtig hart happy. Dass du jetzt das endlich bauen kannst. Kann ich die nicht austauschen? Oh Menno. Oder ist das nur so eine Dekotür? Welche meinst du jetzt? Die lackierte Tür, die ich von Anna bekommen habe. Ich glaube, die ist, wenn du in die Räume jetzt gehst. Ah ne, die musst du von außen machen. Außen ist doch deine Tür an dem Haus. So, diese hässlichen Fenster weg. So. Wie gut, dass das Spiel ja bei dir ist, ne? Bei mir steht nämlich jetzt, kaufen Sie das Spiel oder lassen Sie es. La 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 la. Ach, guck mal, wie schön groß der Raum jetzt einfach ist. Endlich. Ich fühle mich gerade richtig toll. Da gehst du. Ja gut, bei so einem großen Raum geht man aber auch wirklich auf für Sachen einzurichten, ne? Ja. Da kriegt man richtig Bock dann. Ja. Mich stört es, wenn die Stühle nicht so nah ranstellen können. Weißt du? Es ist halt einfach geil. Muss ich echt immer diese Werbung überall hinmachen irgendwie? Ach, guck mal, jetzt kann ich ja das testen, ob dein Bot funktioniert dann, ne? Ja. Ist der jetzt am Patchen schon wieder? Was geht denn? Oh. Oh, das ist jetzt schlecht. Wieso? Naja, ich bin doch auf dem experimentellen Bild. Für dieses Spiel, das eine. Ja. Zum Teste. Halt ja. Bug aus. Bugs finde, melde. Welche? Ja. Das Ding hat gerade einen Patch. Kann sein, dass der Server nicht funktioniert. Dann muss ich doch auf ein anderes Spiel wieder umschwenken. Und Final Fantasy 7 kann ich nicht spielen, weil mein Controller eingepackt ist. Oh. Ohne Controller spiele ich das nicht. Definitiv nicht. Ja, gut, kann ich verstehen. Ah, jetzt sieht deswegen das Dreck viel schöner mal aus. Ja, Versionskonflikt. Spielversion ist 661, der Server ist auf 356. Ach. Mann. Jetzt bin ich happy. Selbst für Stray brauche ich einen Controller. Ja. Ne, die Tür scheint Deko zu sein. Na.
Das ist aber komisch. Ja, das finde ich auch seltsam. Dann ist auch die ganze Baumwolle jetzt da. Das heißt, ich kann jetzt gleich die Quest von Anna fertig machen. Mit Hass! Man hört's. Ja, ich hab's halt voll drauf, ne? Ja, die Feuerwehr hier draußen 8 Grad. So, jetzt brauchen wir ganz viel Stoff. So. Ich mach halt oben noch das Etikett fertig für das Buch. Tada! So. So, repariere Christus Kletterausrüstung an der Werkbank. Jetzt wäre ich beinahe weggelaufen. Christus Kletterausrüstung herstellen. Im Kleid. Im Kleid! So. Bringe Anna Christophs Ausrüstung. Okay. Kleidungssets. So. So, da gucken wir mal, wo Anna rumläuft. Da oben. Dann gehen wir mal zu Anna. Entschuldige, darf ich dich was fragen? So, geben. Hey, du bist hier! Wow, Saika, das sieht brandneu aus. Wenn ich ihm das zeige, muss er sich an mich erinnern. Ich bin mir sicher. Ich bringe das sofort zu Christoph. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Hör zu, während Anna und Christoph seine Kletter. Oh, hey Anna, ich habe wirklich versucht, mich mehr zu erinnern. Das verspreche ich dir. Aber es läuft nicht sehr gut. Keine Sorge, ich habe hier etwas, das funktionieren sollte. Warum zeigst du mir alte Kletterausrüstung? Moment, das ist meine alte Kletterausrüstung. Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an ein Mädchen. Ein Mädchen mit roten Haaren. Oh, da wäre noch eine Sache. Ich erinnere mich, dass wir zusammen gelacht haben, als sie mir aufhelfen wollte, nachdem ich hingefallen war. Du erinnerst dich daran! Du erinnerst dich wirklich! Was noch? Und, das war alles. Es tut mir leid, Anna. Ich erinnere mich an nichts anderes. Oh. Aber hey, vielleicht könnte ich anfangen, mit diesem rothaarigen Mädchen mit dem schönen Lächeln ein paar neue Erinnerungen zu schaffen. Ja, das würde mir gefallen. Sehr sogar. Hallo, ich muss mit dir reden. Finde heraus, wie Anna sich fühlt. Oh, hallo. Es macht mich traurig, dass Christoph sich noch nicht an alles erinnern kann. Aber er erinnert sich daran, wie er mit mir in den Bergen war. Also denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich werde mit Merlin sprechen. Vielleicht kann er helfen, Christophs restliche Erinnerungen zurückzubringen. Huh? Wenn Magie Christoph die Erinnerungen genommen hat, hat es vielleicht welche, um sie wiederherzustellen. Danke für deine Hilfe, Saika. Ich lasse es dich wissen, wenn Merlin eine Idee du hat. Du schaffst das! Oh, mit ihr bin ich jetzt auf Level 8. Sehr gut. So. Ja, für das Rezept von Ursula brauche ich auch Traumscherben. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen farmen, denke ich mal. Na ja, erstmal verkaufen wir ein paar Sachen. So.
So. So, und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt was anderes an. So. Ja, da haben wir nur den Rock, der wirklich mir gefällt. Gut. Ja, das ist auch okay. So. Das mysteriöse Wrack. Wir gehen jetzt Lehm sammeln. Danke, Elsa. So. Na. So, wir brauchen Hartholz 30 Stück, weil das haben wir, glaube ich, gar nicht. Das ist jetzt nur abgehakt, weil wir das schon mal gesammelt hatten. Wir haben 2 Eisenbahnen. Von denen brauchen wir 10. Lehm haben wir 2 mehr drin, das stimmt. Für Wally brauchen wir die Erde. Da brauchen wir 7 Seile. Okay. Okay, kriegen wir hin. Ich brauche Lehm. Ja, hier sieht das. Das sieht nach einer schönen Stelle aus. So, wir essen mal was. Komm, gib mir Lehm. So. Wir buddeln mal die ganzen Löcher wieder zu. Alter Ursulana, da taucht die einfach aus dem Nix aus.
Junge. Gehen mal kurz hier rüber in die sonnige Ebene. Da gibt es ja auch Lehm. Dankeschön. Ja, ja. Gold, das brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwann. So. Hey Christoph, es geht. Wir haben Hunger, okay.